Unter Exzipieren versteht man das zielgerichtete Zusammenfassen eines wissenschaftlichen Textes. Zwar enthält jeder wissenschaftliche Artikel mit dem Abstract bereits eine kurze Zusammenfassung, allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass genau die Informationen enthalten sind, die für dich und deine Fragestellungen relevant sind. Deshalb soll er so zusammengefasst werden, dass das Exzerpt beim eigentlichen Verfassen der Arbeit den Artikel vollständig ersetzen kann. Eine allgemeingültige Längenangabe ist nicht möglich. Manche Artikel enthalten weniger nützliche Informationen für dich. Dann besteht das Exzerpt nur aus wenigen Sätzen. Andere wiederum können Themen bearbeiten, die den deinen sehr ähnlich sind. Dann kann das Exzerpt schon mehrere Seiten lang werden. Das Wichtigste beim Verfassen eines Exzerpts ist die Formulierung möglichst klar beantwortbarer Fragen an den Text. So kann im Quelltext zielgerichtet nach der jeweiligen Information gesucht werden. Nehmen wir nun diese Fragestellung als Beispiel her. Welche Möglichkeiten zur Beurteilung der Benutzbarkeit von Authentifizierungsmechanismen in sicheren Instant-Messaging-Systemen wie X und Y gibt es? Bei der Formulierung der Exzerpierungsfragen müssen wir nun beachten, dass wir bereits Artikel ausgewählt haben, die für uns relevant erscheinen. Die Fragen müssen nun so formuliert werden, dass sie nur die Informationen umfassen, die die spätere Beantwortung der Fragestellung in der eigentlichen Arbeit ermöglichen. Konkrete Fragen könnten also sein: Welche Authentifizierungsmechanismen für sicheres Instant Messaging nennt der Text? Welche Methoden zur Beurteilung der Benutzbarkeit wurden verwendet? Welche Ergebnisse nennt der Text hinsichtlich der Benutzbarkeit der behandelten Authentifizierungsmechanismen? Meist ist es so, dass nicht notwendigerweise ein Satz an Fragen für alle Artikel zur Anwendung kommt. Viel eher muss die Fragestellung in mehreren Schritten bearbeitet werden. Dann werden unterschiedlich fokussierte Exzerpte benötigt. Es kann auch vorkommen, dass für einen Quelltext mehrere Exzerpte anzufertigen sind. Es kann auch sinnvoll sein, Fragen zu formulieren, die über den eigentlichen Kernbereich der Fragestellung hinausgehen. Ein Beispiel dafür wäre: Nennt der Text neben der Benutzbarkeit weitere Einflussfaktoren auf die Akzeptanz eines Authentifizierungsmechanismus? Bei der Ausarbeitung ist es wichtig, die formulierten Fragen direkt zu beantworten. Ein Exzerpt sollte strukturiert anhand der betrachteten Fragen aufgebaut sein. Es ist auch sinnvoll, jeder Frage einen eigenen Abschnitt zu widmen. Diese sollten durch zum Beispiel eine Überschrift gekennzeichnet sein. Jedes Exzerpt enthält einen Kopfbereich, in dem der Titel sowie die volle Referenz angeführt ist. Es kann auch sinnvoll sein, die volle Bezugsmöglichkeit anzuführen, um nochmals auf die ursprüngliche Quelle zurückgreifen zu können. Beim Exzipieren dürfen durchaus Teile des Originaltextes wörtlich übernommen werden. Wichtig ist aber, dass diese Teile ordentlich gekennzeichnet werden, dass sie später als wörtliche Zitate gekennzeichnet werden müssen. Normalerweise erfolgt eine Kennzeichnung durch Anführungszeichen, kursiven Text oder das Einrücken bei längeren Passagen. Es sollte auch die Seitenzahl im Quelltext vermerkt werden. Ein Exzerpt ist vor allem dann wichtig, wenn die Originalquelle nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Das ist zum Beispiel bei ausgeliehenen Bibliotheksbüchern der Fall. Als Zwischenschritt können auch wichtige Textteile farbig markiert werden. Das gilt dann allerdings noch nicht als Exzerpt, da die strukturierte Darstellung der Inhalte im Sinne der formulierten Fragen fehlt.